Herzlichen Dank. Als nächster bitte Dieter Janicek. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist ja schon auch ein bisschen Schocktherapie heute, diese BDK, denn wir hatten nicht ein Trauma nach den Ereignissen jetzt in den USA, nach dem Brexit. Österreich ist in 3 Wochen dran, mal schauen, was da passiert. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen selbstkritisch mit dieser Diskussion auch umgehen. Es reicht nicht nur, sich zu vergewissern und zu sagen, wir stehen jetzt für ein starkes Europa, wir müssen in den Kampfanzug. Das sage ich gerne, aber wir müssen auch mal analysieren, wo hängt es eigentlich? Was passiert eigentlich? Wenn man sich die Karten anschaut, die Karte von Amerika, dann gibt es nicht die blauen und die roten Staaten, übrigens auch nicht in Großbritannien, auch nicht in Österreich. Dann gibt es Städte, dort wo Wohlstand ist, und dann gibt es ländliche Regionen, viele von denen, in den USA ist das sehr extrem, in Großbritannien zum Teil auch, sind abgehängt. Und dort sind Menschen, die sind verzweifelt. So. Und das ist eine Analyse. Und aus der Analyse kann man auch Konsequenzen ziehen. Beispielsweise, dass dort investiert werden muss, wo die Menschen nicht mehr den Zugang haben zu Bildungseinrichtungen, die wir so wertschätzen. Wo sie nicht die Infrastruktur vor Ort haben, die wir in den Städten haben. Ich lebe in Stadt und Land, ich weiß, um was ich rede. Und ich sage mal was Persönliches. Also in 3 Wochen ist jetzt die Bundespräsidentschaftswahl in Österreich. Und ich bin hoffnungsfroh. Alexander Van der Bellen macht einen fantastischen Wahlkampf. Und er macht auch eines ganz richtig. Er hat erkannt, dass er für ganz Österreich, das heißt eine Politik, wo er aufs Volksfest geht, wo er an den Stammtisch geht, wo er aufs Weinfest geht, wo er zu den Menschen im Bauernverband geht, respektvoll zeigt, dass er für alle sein will. Und der andere Kandidat der FPÖ, das ist derjenige, der für die Partei steht, der eine fürs Land, der andere für die Partei. Das ist ein Narrativ, ja. Aber daraus kann man auch lernen. Also mit den Menschen ins Gespräch gehen, das sagen wir so oft, aber machen wir das alle? Das frage ich euch schon auch sehr intensiv. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Ein letzter Satz noch zum Thema Internet. Ich bin im Digitalausschuss des Deutschen Bundestages und wir beschäftigen uns sehr viel auch, was passiert jetzt eigentlich gerade da. Facebook, Social Bots, über 50% der Hasskommentare oder eigentlich aller Kommentare, die wir im Netz haben, sind nicht von Menschen geschrieben. Sie sind von Social Bots instruiert, also Algorithmen, die Meinung replizieren. Wir haben einen Hassraum, keinen sozialen Raum, Internet. Und was sind die Antworten darauf? Müssen wir jetzt Regulierungen schaffen für Facebook? Müssen wir die verklagen, wie es ein Würzburger Anwalt getan hat vor kurzem? Müssen wir neue Regeln einfordern? Also auch das ist eine Diskussion, die ist noch nicht ausgedacht. Aber wir können es doch nicht zulassen, das ist mein letzter Satz, dass in Flüchtlingseinrichtungen, dort, wo Menschen Flüchtlinge betreuen, ich meine, das sind die ehrenamtlichen Einrichtungen, Menschen sich zurückziehen, weil sie so viel Hass abkriegen aus der Gesellschaft über das Internet, dass sie keine Lust mehr haben, diesen Job zu machen. Und wenn es soweit ist, dann müssen wir auch diese Diskussion führen, wie wir endlich einen sozialeren Raum kriegen der Kommunikation in diesem Internet. Vielen Dank.